Vater verbrannte im Feuer. Mein Bruder wird vermisst. Serendar, habt Gnade. Was ist hier geschehen? Unsere Mondzuckerlager haben Feuer gefangen. Vater wollte unsere Lebensgrundlage retten. Er ist hineingelaufen und... Die Verbrennungen waren nicht sehr schlimm. Aber der süße Rauch hat seine Lungen ruiniert. Ohne mächtige Medizin wird er den Tag nicht überstehen. Gibt es etwas, das ich tun könnte? Vater hat unser Alchemistenwerkzeug zu retten versucht. Wenn es das Feuer überstanden hat, könnte ich es gegen Medizin eintauschen. Bitte, das ist das Einzige, was ich tun kann, um meinen Vater am Leben zu halten. Diese fleht euch an, die Werkzeuge aus unseren Lagerhäusern zu retten. Ich werde alle Werkzeuge finden, die das Feuer überstanden haben. Bitte, kehrt schnell mit dem Werkzeug zurück. Wenn ich es nicht gegen Medizin eintauschen kann, wird der Vater von dieser sterben. Alles klar. Dann besorgen wir das Werkzeug. Ich habe euch noch nie auf dieser Insel gesehen. Was im Namen des Talmor wollt ihr hier? Ich hatte nicht vor, auf diese Insel zu kommen. Ah, der Schiffbruch. Das war der schlimmste Orkan, den ich seit Jahrzehnten gesehen habe. Wenn ihr diese Plantage durchqueren wollt, solltet ihr auf der Hut sein. Letzte Nacht haben ein paar Gebäude gebrannt. In der Regel bleiben die Skewer unter sich, aber zurzeit zeigen sie sich richtig wild. Ich werde vorsichtig sein. Ich sollte mich wieder um unsere Untersuchung kümmern. Wenn ihr etwas Verdächtiges seht, dann müsst ihr uns das mitteilen. Feuer beginnen nicht von allein. Einer der Bauern von der Plantage wurde bei dem Brand verletzt. Ich habe ihn auf dem Weg hierher gesehen. Wir haben seiner Tochter ein paar medizinische Vorräte gegeben, aber es sieht schlecht aus. Alles klar, danke. So, Werkzeuge. Muss ich nur mal kurz schauen, was jetzt hier was war. Alles klar. Geschmolzenes Glas überzieht die Werkbank, aber ihr findet nichts Brauchbares. Ja. Die nächste Hütte. Das Feuer hat die alchemistischen Gegenstände in diesem Lagerhaus vollständig zerstört. Das heißt, das ist also auch unbrauchbar. Ich bin eine Katze, niemand sieht mich. Das dritte Haus. Oh Gott. Alles easy. Kusch, runter vom Land meiner Familie. Wenn ihr die Plantage meiner Familie ausrauben wollt, dann werde ich euch persönlich eine Abreibung erteilen. Aspira hat mich gebeten, nach alchemistischer Ausrüstung zu suchen. Zu spät. Zuckerdiebin, das Feuer hat jeden einzelnen Kalzinator zerstört. Halt, ich hatte eigentlich erwartet, dass meine Schwester selbst nach den Werkzeugen schaut. Warum hat sie eine Fremde geschickt? Sie ist bei eurem Vater, er wurde bei dem Brand schwer verletzt. Ihr lügt! Mein Vater zog gestern los, um in Mistral Handel zu treiben, oder? Oh nein,
Ich habe das Feuer doch nur gelegt, um diese verdammte Ausrüstung zu zerstören und nicht, damit jemand verletzt wird. Und schon gar nicht mein Vater. Was habt ihr überhaupt davon, die Plantage eurer Familie niederzubrennen? Wir haben unsere letzte Ernte an Donnerkäfer verloren. Trotz unserer Schulden hat Aspira alchemistische Ausrüstung gekauft, um unsere Ernte zu verbessern, sagte sie. Aber letzte Woche habe ich sie beim Skoma-Brauen erwischt. Diese elende Droge vernichtet Leben. Als sie sich weigerte, damit aufzuhören, wusste ich, was zu tun ist. Woher weiß ich, dass ihr die Wahrheit sagt? Meine Schwester hasst es, Sand unter die Krallen zu kriegen. Doch neulich hat sie draußen am Strand gegraben. Welchen anderen Grund könnte sie dafür gehabt haben, außer Skoma zu vergraben? Ich sollte zu meinem Vater gehen. Würdet ihr am Strand nach verstecktem Skoma suchen? Wenn ich das Skoma hole, was werdet ihr dann damit anstellen? Ich werde es vernichten. Mit all dem Geld, das für den Wiederaufbau nötig ist, wird es so sein, als hätte es das Skoma nie gegeben. Mir sind die Schuldeneintreiber an der Tür lieber als die Skoma-Händler. Verdammt seien meine Augen! Vater hätte im Mistral sein sollen! Ich gehe und suche nach dem vergrabenen Skoma. Meine Schwester hat das Vergrabene mit bunten Muscheln markiert. Ich wette, dass man neben ihnen einen Sarg voller Skoma findet. Ich bleibe bei meinem Vater. Wenn ihr etwas findet, dann bringt es zurück zu mir. Ich bringe euch alles Skoma, das ich finde. Ich sollte wirklich nach meinem Vater sehen. Dann tu das. So. Ihr denkt, ihr könnt die Kreuzbaumbanditen bestehlen? Das denke ich nicht nur, das weiß ich. Zu dir kommen wir gleich. Nee, du lass mich in Ruhe. Sind wir überhaupt richtig? Ah, dahinter. Ihr dort, kommt her. Okay, hallo. Ich habe mich umgehört. Keiner vom Schiffswrack erinnert sich daran, euch vor dem Adlerstrand gesehen zu haben. Keine Lügen mehr. Ihr schmuggelt Skoma, nicht wahr? Ich arbeite für mich selbst und ich verkaufe kein Skoma. Dieser arme alte Bauer ist einem Krampfanfall erlegen. Glaubt ihr etwa, ich würde eine Überdosis Skoma nicht erkennen, wenn ich eine sehe? Dass ich nicht wüsste, warum die Skewa Schaum vor dem Mund haben? Ich sollte euch alle verhaften. Lasst mich mit der Familie sprechen. Ich werde beweisen, dass ich damit nichts zu tun habe. Schindet ihr Zeit, um eure Geschichten abzugleichen? Nur zu, ich warte gleich hier drüben. Eine Warnung.
Meine Ohren sind ebenso scharf wie mein Dolch. Ich werde es euch beweisen, falls ihr auch nur zu flüstern versucht. Ja. Mein Vater ist tot. Und jetzt will mich dieser Dominion-Außenseiter ins Gefängnis werfen. Sie sagen, sie haben Spuren von Skooma im Lagerhaus gefunden. Aber das ist unmöglich. Ich habe gefunden, was unter diesen Muscheln versteckt war. Dann hat Offizierin Lorin in den Lagerhäusern nichts außer unbegründeten Verdachtsmomenten gefunden. Sie versucht uns zu täuschen. Was werdet ihr ihr sagen? Ich werde tun, was ich für richtig halte. Das Richtige wäre, wenn wir uns von dieser Tragödie erholen dürften, anstatt weiter unter ihr zu leiden. Bitte, bringt diese Sache wieder in Ordnung. In Ordnung. Ihr hattet genug Zeit. Wo ist das Skooma? Eigentlich ist es Strafe genug, dass der Vater gestorben ist, ne? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Letzte Gelegenheit. Wenn mir niemand sagt, wo das Skooma ist, werdet ihr alle die Folgen zu spüren bekommen. Diese Khajiit haben ihren Vater verloren. Warum müsst ihr sie so quälen? Ja nun, es ist meine Aufgabe, Fragen zu stellen. Vielleicht können Mondzuckerdämpfe die Skooma-Krämpfe auslösen. Womöglich sehe ich manchmal Skooma, wo gar keins ist. Ich werde sie in Ruhe trauern lassen. Lebt wohl. Soldat, kümmert euch um diese Leute. Gott Dank. Srendar selbst würde eure Taten preisen. Gebt mir das Skooma, damit ich es zerstören kann. Ich möchte beenden, was ich begonnen habe. Ja, hier hast du. Vielen Dank. Ich werde das hier sofort vernichten. Meine Schwester ist alles, was mir noch bleibt. Wir werden lernen müssen, einander zu vergeben. Wir müssen es einfach schaffen, wenn wir hier alles wieder aufbauen wollen. Jo. Jetzt haben wir... verursacht nur Schmerzen. Eine neue Rüstung. Ist zwar leichte Rüstung, aber... ist egal. Ich bin hier, Schwester. So, auf geht's. Einen Augenblick, bitte. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Das Leben meines Meisters ist in Gefahr. Was ist geschehen? Ich bin Teil einer Expedition vom Adlerstrand. Als wir den Tempel der trauernden Quellen erkundeten, haben sich die Toten erhoben. Die anderen sind geflohen, aber mein Meister ist nicht herausgekommen. Aurelion hat mich gelehrt, wann man um Hilfe bitten sollte. Also tue ich das nun. Wobei soll ich euch helfen? Zwei magische Schutzzauber versiegeln den Tempel. Einer ist mit dem Zeichen eines Skorpions versehen, der andere mit dem einer Spinne. Wenn ihr die Untoten fernhaltet, während ich die Schutzzauber breche, können wir gemeinsam nach Aurelion suchen. Wie wäre es damit? In Ordnung, ich werde euch helfen. Ich bezweifle nicht, dass Aurelion auf sich aufpassen kann, aber wenn er da drin gefangen ist, dann müssen wir ihn rausholen. Warum wart ihr im Tempel? Mein Meister und ich hatten nach dem Schiffbruch wenig zu tun. Als die Einheimischen einen Tempel erwähnten, dessen Brunnen nie versiegen, haben wir sofort Nachforschungen angestellt. Ealziel hat natürlich darauf bestanden, sie anzuführen. Ealziel hat den treuenden Stein am Adlerstrand studiert. Ah, also habt ihr ihn schon getroffen. Mein Meister nennt ihn Aaltöter, wegen irgendeines Experiments, das vor vielen Jahren fehlgeschlagen ist. Der trauernde Stein, den ihr gesehen habt, stammt aus diesem Tempel. Ealziel hatte ihn kaum entfernt, als sich auch schon die Untoten auf uns stürzten. Habt ihr etwas über den trauernden Stein erfahren? Aurelion dachte, man könnte damit das Wetter kontrollieren und vielleicht sogar einen weiteren Orkan verhindern. Ealziel war natürlich anderer Meinung. Er bestand darauf, ihn am Adlerstrand weiter zu untersuchen. Verstehe. Gut. Oh, guck mal da.
Sehr schön. So, dann schauen wir mal da rein. Ihr seid so kunstvoll gefertigt. Hoppla. Geht um. Ihr seid hier nicht willkommen. Was seid ihr? Ich bin, was auch immer ich sein möchte. Ich wechsle den Körper wie die Hochelfen ihre Kleidung. Auch wenn die Leichen in diesem Tempel meine Garderobe etwas einschränken. Was schert es euch? Warum dringt ihr hier ein? Wir suchen nach einem Mann namens Rorelion. Ah, der Name meiner jüngsten Gewandung. Sein Fleisch hängt etwas schlaffer ab. Aber die Kraft in seinen Knochen erinnert mich an meine Jugend. Und die Rohren. Ich hatte ganz vergessen, wie sich Seide auf neu gewonnener Haut anfühlt. Was habt ihr Rorelion angetan? Betrete diesen Tempel und seht selbst. Was für eine lobenswert aufrechte Haltung. Euch könnte ich ganz sicher im Herbst tragen. Was Rorelion angeht, in ihm zeigt man sich am besten nur bei Voll- oder Neumond. Lasst ihn sofort frei. Ich bin das hier leid. Edler Stern. Mir ist es einer allein. Kann nicht gut sein. Wir müssen diese Schutzzauber schnell brechen. Da bin ich deiner Meinung. Und weiter im Text. Skorpionengift fließt durch ihre Beute. Der Zauber wird uns nicht lange abhalten. Sehr schön. Ab in die Katakomben. Das war's mit dieser Folge Elder Scrolls Online. Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Channel. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin macht's gut und ciao.